Ja, ich mache jetzt die Review zu Amanita Nightshade. Und ja, wie immer fangen wir an mit der Puppe, wenn sie noch in der Box ist. Und ja, also das ist sie noch in der Box. Man kann, also die Box ist übrigens richtig geil gemacht, hier mit so grünen und lilanen Ranken. Richtig, richtig schön. Hier kann man dann das Monster High Logo erkennen und steht hier noch Monster High. Dann hat man hier sie. Oh, sie ist ein Traum, ehrlich. Und ja, der Hintergrund ist so ein helles Grün, so Olivgrün mit so Spinnennetzen. Und hier kann man so Pflanzen, so runterhängende Pflanzen erkennen. Hier so lauter Bilder, wo Nessie mit hinten drauf ist. Hier auch von ihr und irgendwo war noch ein Bild von ihr. Ja, da hier ist noch ein Bild von Amanita. Und ja, sie hat noch ihren Eye-Connect dabei. Und hier so eine Mappe. Ja, dann sieht man hier sie, wie sie gerade ein Selfie mit macht. Richtig cool. Dann steht hier Amanita Nightshade, so in der Glitzerschrift, so ähnlich wie bei ja, Cat Noir zum Beispiel. Und dann steht hier noch Limited Edition, das irritiert mich ein bisschen. Weiß auch nicht, warum das draufsteht. Ja, dann hier wieder so ein kleiner Hinweis, dass eben die Bürste und der Ständer hier drin sind. Und dann schaut das Ganze von oben aus, von der Seite. Und ja, und dann steht hier noch Amanita Nightshade. Und dann hat man hier sie nochmal richtig, richtig schön. Hier nochmal das Monster High Logo. Und ja, und hinten schaut es hier so aus. Nochmal eine richtig große Abbildung von Amanita. Und dann steht hier nochmal Amanita. Und mit so ein paar Infos auf Englisch. Ich habe aber echt keine Ahnung, ob sie zu uns nach Deutschland schafft. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ja, und dann steht hier noch Be Yourself, Be Unique, Be a Monster mit dem Monster High Logo. Hier noch ein paar Ranken. Hier auch. Und ja, und die ganzen Infos stehen hier unten. Die eh so unwichtig sind, die keiner liest. Und ja, das war erstmal die Verpackung. Und jetzt befreie ich doch Amanita. Weil ihr wisst ja, ne? Ja, okay, bis gleich. So, meine Lieben, und Amanita ist ausgepackt. Und ja, bevor ich jetzt hier die Puppe euch zeige, möchte ich erst nochmal den Hintergrund schnell zeigen. Und zwar schaut er nämlich so aus. Der ist aufgebaut wie so ein, ja, wie so ein Gewächshaus. Richtig, richtig genial. Und ja, also ich finde die Verpackung mega. Auch hier, ne, mit dieser riesengroßen Blüte, wo sie ja drinne stand, wie als ob sie halt wirklich da raussteigt, wirklich richtig genial gemacht. Und ja, dann fangen wir mal an mit Amanita. Und ja, fangen wir mal an mit ihren wunderschönen Haaren. Und zwar hat sie so dunkelblaue und lilane Haare, richtig, richtig so, wirklich schimmernd. Also in echt schimmert es wirklich noch übelst. Mehr wie jetzt hier in der Kamera zu sehen. Und ich drehe sie mal ein bisschen. Also die ist wirklich ein Traum. Dann hat sie hier unten noch ganz kleine Löckchen. Ihre Haare sind auch, ja, mittelweich. Also sie sind jetzt nicht hart, aber auch nicht so direkt weich, so ein bisschen. Und sie hat wirklich wunderschöne Haare. Und ja. Dann hat sie hier oben Haarschmuck. Und zwar soll es eine Blüte darstellen, die ist komplett in Schwarz. Also hier noch mit so Ranken weghängend. Richtig, richtig schön. Scharf stellt es nicht so wirklich. Ja, dann haben wir hier noch dann ihr wunderschönes Gesicht. Und ja, ihre Augen sind so lila, also ihre Pupillen. Und sie hat grünes Make-up und unter ihren Augen, kann man ja sehen, hat sie so, ja, wie Blätter. Richtig, richtig schön. Und ja, dann hat sie noch tolle Ohrringe. Ich weiß gar nicht genau, was es darstellen soll. Keine Ahnung. Bin ich selber am Rätseln. Irgendwie so ein Dreieck, wo noch ein bisschen was runterhängt. Ist auch in Schwarz.
Dann hat sie, wie man sehen kann, lilane Augenbrauen und einen lilanen Lippenstift. Hier auf der anderen Seite hat sie natürlich auch diesen Ohrring. Dann ihre Kette sind auch so, ja, wie so Blumenranken gemacht, halt auch in Schwarz. Dann ihr Kleid. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Was drüber ist, ist so ein dünner, durchsichtiger Stoff in rosa und schwarz. Hier hat sie so total tolle Ärmel in schwarz und hier noch mit so rosanen Rüschen weghängend. Also wirklich richtig toll. Hier auch nochmal so ein Netzstoff, oh Gott, in schwarz. Und ja, also richtig schön. Dann hat sie hier noch einen grünen Stoff mit so einem, auch so ein Gittermuster drauf. Ich glaube, da ist sogar noch irgendwie so ein Käfer oder irgendwas drauf, wenn ich jetzt... Ja, Scharfstellen ist heute nicht wirklich so die Stärke meiner Kamera. Dann hat sie hier noch zwei schwarze Streifen. Und wie gesagt, hier dieser durchsichtige, dünne Stoff. Hier ist er noch rosa. Und dann bekommt er hier so ganz viele schwarze und grüne Ranken. Also ein richtig tolles Pflanzenmuster. Richtig, richtig schön. Und dann hat hier noch dieser Überrock... so diese lilanen, ja, wie sagt man denn? Weiß ich nicht, was es darstellen soll. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall echt toll aus. Ich habe echt keinen blassen Dunst, was es darstellen soll. Auf jeden Fall ist es so zusammengeraffelt, dieser Netzstoff, dieser lilane. Aber ich habe echt keine Ahnung, was das jetzt genau darstellen soll. Aber macht sich richtig gut. Und hier geht eben dann noch dieses Pflanzenmuster weiter. Also richtig, richtig schön. Ich kann auch mal hier, ne, das geht hier, hier ist auch nochmal so ein komisches Teil. Ich habe echt keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber ich finde das Kleid wirklich wunderschön hier auch nochmal. Und ich finde dieses Pflanzenmuster hier auf diesem Überrock total genial, echt. Ja, und hier, dieser Rock ist hier unten so angespitzt. Also nicht nochmal gerade, sondern ein bisschen angespitzt. Und unter dem Kleid hat sie natürlich, hier kann man dann, ja, das sind noch so, sollen noch so Blätter sein. Also das hier, was man so sieht, geht hier ja weiter. Das ist nochmal ein Unterkleid sozusagen. Und dann hat sie hier nochmal, ja, einen ganz normalen schwarzen Stoff, so Art Leder, ja, angebliches Leder. Und, ja, so ein Mini-Rock halt. Ja, so. Dann kommen wir auch schon zu ihren Schuhen. Und zwar hat sie hier erstmal an den Füßen so Blumenschmuck. Einmal so mit so einer lilanen Blume und mit so lauter grünen Ranken. Die kann man auch abmachen. Ne, hier. Also richtig genial. Kann man, wenn man auch will, an jede Puppe ranmachen, wenn man Lust und Laune hat. Ups. So. Und ja, ihre Schuhe sind auch richtig blumig. Das sieht hier ein bisschen aus wie so eine Blumenzwiebel, das hintere. Und ihr Absatz ist so eine Ranke. Richtig, richtig toll. Und hier vorne, wo ihre Zehen drin sind, sehen aus wie so Blätter. Also richtig genial. Also wirklich ein Traum, ihre Schuhe, wirklich echt toll. Ja. Genau, das war die Puppe an sich und jetzt kommen wir noch zum Zubehör. Ach nein, ich habe hier noch ein Armband vergessen, ein schwarzes Nietenarmband. Nichts Besonderes, waren schon bei vielen anderen Monster-Puppen dabei, aber ja, muss man halt eben erwähnen. Ja, dabei war auf jeden Fall hier ihre Tasche, die hat auch so ein Blumenmuster und ja, sieht aus, als ob die aus ganz vielen Blütenblättern wäre, diese Tasche. Aufmachen kann man sie auch. Ich traue mich bei dieser Tasche aber nicht, weil die geht so schwer auf bei meiner. Und da habe ich echt Angst, da irgendwas kaputt zu machen. Dann hat sie hier noch ihren Eye-Kanäcke dabei. In ja, lila. Mit ganz vielen Apps drauf. Rückseite ist ganz normal schwarz. Mit dem Monster-Totenkopf noch drauf. Und ja. Genau. Hat sie noch irgendwas dabei gehabt? Ja, genau. Ja, das war dann sozusagen erstmal die Puppe. Und dann haben wir hier noch
die Mappe, die sie dabei hatte, die ist lila, hat ja auch eine Blüte hier vorne drauf mit noch so einer schönen Verzierung außenrum. Und hier hinten, also hier hinten dran ist nur eine Verzierung. Und das kann man hier so aufklappen. Moment. So, geht nämlich total schwer. Kann man es jetzt hier aufmachen. Und hat mein Bild von, natürlich, von wem? Von Amanita natürlich, klar. Und ja, dann kannst du da hier zumachen. Und natürlich hatte sie dann noch einen schwarzen Ständer dabei. Eine schwarze Bürste. Und natürlich ihr Tagebuch. Natürlich auf Englisch. Ich weiß aber echt nicht, ob Amanita in Deutschland auch rauskommen soll. Ich habe echt keinen blassen Dunst. Auf jeden Fall ist es hier leider auf Englisch. Mein Englisch ist ja bekanntlich ziemlich bescheiden. Und ja. Deswegen, da mein Englisch so scheiße ist, lese ich euch da überhaupt gar nichts vor. Ihr könnt gerne auf Stopp drücken, wenn euch der Text interessiert, wenn ihr Englisch könnt. Aber ja, ich kann es nicht. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Sehr viel Text auf Englisch. Wie gesagt, ihr könnt echt gerne auf Stopp drücken und euch das durchlesen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Aber ich bin's ja nicht. Ich bin so in Englisch so schlecht. So, und dann hier noch das About Me. Und das Witzigste ist wirklich, schaut mal, wer bei beste Monsterfreunde dabei dasteht. Sie ist selber ihre beste Freundin. Auch mal nicht schlecht. Hier das hinten, das finde ich übrigens richtig genial. Das ist auch das gleiche Muster, was sie auf ihrem Rock drauf hat. Finde ich richtig toll. Und ja, das war das ganze Tagebuch. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das war Amanita Nightshade. Und also ich kann euch diese Puppe wirklich nur ans Herz legen, nur empfehlen. Diese Puppe ist echt ein Traum. Und bei manchen auf der Verpackung steht da auch Limited Edition. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Auf den meisten, also auf manchen Verpackungen von ihr steht es ja nicht drauf. Auf meiner steht jetzt komischerweise drauf. Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeutet, ob die jetzt wirklich limitiert ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. By now.